Lieber Jesus, ich bin's wieder, Tabasco TV. Es gibt Ereignisse in der jungen Menschheitsgeschichte, die uns Normalsterblichen auf ewig in Erinnerung bleiben werden. Fast jeder von uns zum Beispiel weiß noch, was er gerade gemacht hat, als die Terroranschläge auf das World Trade Center verübt wurden oder als Bene den zicken Siedewasser-Play auf dem Competitive Pokémon Plaza gemacht hat. Ich fand ihn nämlich genau wie Bene selbst echt nice. Der Junge weiß einfach, wie man Pokémon spielt und ist nach Kaffeekorn der unbestrittene zweitbeste Spieler der GPL. Es ist mir eine kaum in Worte zu fassende Ehre, dass ich heute gegen ihn spielen darf. Ich hoffe, ich kann viel von ihm lernen und mit etwas Glück ja sogar die Playoffs klar machen. Ich denke, eine kleine Chance ist da. Ich bin ja nicht so ein Bisaboard-Freewin wie zum Beispiel Ele und meine Teambuilding-Videos sind länger als die von Lauris. Na, ihr schönen Menschen, den wunderschönsten aller Tage wünsche ich euch. Herzlich willkommen auf Tabasco TV zu GPL Spieltag Nummer 10 gegen, ihr seht es hier schon im Hintergrund, Bene. Ja, ich bin sehr aufgeregt und ja, was soll ich sagen? Erstmal gucken wir mal, ich glaube, Bene benutzt ja in seinen Kämpfen immer hier Comtali und ich glaube, das machen wir heute einfach auch mal, so ihm zuliebe. Ja? Dann wählen wir auch gleich das Team aus. Wo habe ich denn meinen Kugelschreiber? Da. So. Zu diesem Team hier gab es wie immer ein Teambuilding-Video. Wir haben wieder einen Pivot Jirachi mit Healing Wish und ein bisschen Sachen drauf, mit Catwind und so. Einen Rocky Helm mit Pampros, physisch defensiv, dann ein komisches Altaria, ein klassisches 4 Attacks Life Orb Kyuzu einfach als Revenger, dann ein Entei mit dem E-Belt und ein paar lustigen Attacken und ein Dragon Dance Grandiras mit dem Schwächenschutz. So, das bestätigen wir mal. Ich mache mal eben Discord aus, damit mich niemand stört und wir uns hier voll auf diesen Kampf konzentrieren können. Wo habe ich denn mein Handy? Da! So, da schnappe ich mir mal wie immer, um davon sofort ein Foto zu machen. Und ich drücke auf Kampf beginnen. Ja, ich bin aufgeregt wie immer. So, es ist eigentlich komplett überflüssig, das zu erwähnen. Aber tatsächlich ein bisschen weniger als sonst. Also nicht, weil ich mir irgendwie super selbstsicher bin, sondern keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, wie ich mich fühlen soll. So, das Team. Es ist Sand. Wir machen mal kurz den Blitz aus. Damit ich auch was sehen kann auf dem Foto. Ha. So. Okay, Sand it is. Kein Panferno ist okay. Also Panferno war scary auf jeden Fall. Wir sehen Libellda, das ich nicht unbedingt erwartet hatte. Ich würde sagen, dass es ein Scarf ist. Ich freue mich sehr darüber, dass wir Dragalge nicht sehen. Bronzong ist dabei. Tita ist dabei. Bisbug. Okay. Es sind. Okay, Gastron ist auch nicht dabei. Das finde ich auch sehr gut. Also, es ist okay. Es ist okay. Okay. Ich würde sagen, er leadet wahrscheinlich mit Tornadus. Wir können mit Raichu oder Gren, glaube ich, sehr gut leaden. Wenn er Raichu als Lead predicted, wird er wahrscheinlich selber mit Despotar reinkommen oder so. Ich habe keine Ahnung. Despotar können wir switchen, in Tornadus nicht so gut. Das ist so ein bisschen die Sache. Wir können natürlich auch mit Pampros anfangen, aber mit dem will ich nicht unbedingt leaden. Okay, wir machen es mal so. Wir fangen einfach mal mit. Oh, wir haben auf Gren keine Catwände. Na, ein Grund mehr, dass wir auf also mit Jirachi mal anfangen, genau. Bevor ich das hier total durcheinander bringe. Und ich drücke damit Bestätigung und wünsche euch und auch dem Meme Bene sehr viel Spaß und Freude mit diesem Kampf. Ja. Bin gespannt. Es ist ein sehr offensives Team von ihm. Zerg wäre okay gewesen gegen dieses Team. Deswegen glaube ich halt schon, dass wir hier ein AV-Tornadus sehen. Also Sportnadus ist drin. Okay. So. Klar, der kann Heatwave haben oder Knockoff. Gegen Knockoff haben wir die Antibiere. Wir sind auch speziell defensiv. Nicht komplett, aber sehr. Und wir würden die Switch Advantage bekommen, wenn wir auf U-Turn gehen. Was kann ich mir bei ihm vorstellen? Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht Taunt drückt oder erstmal, ja, ich glaube so, dass er als ehesten wahrscheinlich mal auf Knockoff geht, würde ich tippen. Also ich glaube nicht, dass er U-Turnt. Also kann auch sein, klar. Ist möglich, wenn er jetzt sagt, ey, ich will unbedingt was in Jirachi reinwerfen.
Also ich möchte nichts in den Knockoff reinwerfen. Ich könnte natürlich auch in Altaria gehen auf diesen Abschlag. Wir sind sehr physisch defensiv. Das würde gehen. Ich weiß nicht, lohnt sich das? Also vorausgesetzt, er geht hier auf den Abschlag. Der wäre auch gegen Heatwave nicht so schlecht, ne? Andererseits, wenn er jetzt hart wechselt, würde er in Rachi wahrscheinlich eher in Bronzong oder in Despotar gehen. Gegen beide wäre Altaria auch okay. Es könnte sein, dass Altaria hier vielleicht das Pokémon ist, das wir reinwerfen wollen. Gegen Bronzong natürlich nicht, klar, aber gegen den können wir agieren. Also U-Turn oder Altaria hart, je nachdem, ob ich die Anti-Unlichtbeere unbedingt noch haben möchte. Ich glaube, ich will sie aber haben. Also ich rechne einfach mal mit einem Abschlag jetzt. Ich predikte das jetzt und gehe in Altaria. Die Anti-Unlichtbeere kann noch ganz gut sein. Okay, ist drin geblieben. Kann ganz gut sein, wenn er Crunch. Okay, super. Das hat schon mal gut geklappt. Wenn er irgendwie Crunch oder so ein Kram spielt. Ne? Und jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten. Also ich bin mir sicher, dass wir hier Bronzong sehen. Und ich möchte Bronzong vielleicht predikten. Vielleicht doublen wir auf den. Weiß ich nicht. Also für diejenigen, die das Teambuilding nicht gesehen haben, wir haben hier Unheilböen auf unserem Altaria. Ich bin auch immer überlegen, ob ich nicht Mega, damit wir die innere Kraft behalten. Ich glaube, das ist mir lieber. Vor allem kriegen wir dann gegen Bronzong nicht das Feen-Typing. Das könnte sich als nice herausstellen. Okay, die erste Runde lief doch schon mal ganz in Ordnung. Jetzt haben wir gegen Despotar und gegen Crunch bis Bark auf jeden Fall noch die Buleo wäre. Jetzt ist die Frage, ob ich direkt nochmal predikten möchte. Mit Unheilböen. So, wenn ich aber Mega und Schallwelle drücke, so als Antwort, dann mache ich halt auch nicht sehr viel gegen Bronzong. Ich drücke jetzt einfach mal auf die Unheilböen. Das klingt total verrückt, aber ich tue es. Matschbombe. Okay. Ja, gut, dass wir nicht in die Mega gegangen sind. Unheilböen kommt. Jetzt weiß er halt, dass wir die drauf haben. Und dass wir, kriegen einen Crit. Dass wir die Dingens, dass wir Dingens predicted haben. Bronzong. Wir gucken jetzt einmal ganz kurz nach. Altaria. Das Normale. Mit Ominous Wind. Gegen Tornadus. Vor allem, wenn es ein Crit ist. Also das stinkt sowas von nach Eevee. Ja, das ist Eevee. Bin ich mir sehr, 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 sehr sicher. Habe ich ja auch predicted, dass er das so mitbringen wird. Ich denke, Roost ist jetzt einfach unser Play. Also in normale Form bleiben und roosten. Hat er HP Ice drauf? Das ist halt die große Frage. Denke nicht. Also er hat bestimmt noch U-Turn drauf, er hat einen Flying Move noch drauf. Wir haben Knockoff und Matschbombe gesehen. Ich denke mal, wir sehen hier keine HP. Ich gehe auf den Ruhrort und bleibe in der normalen Form. Okay. Er geht auf den Orkan, geht daneben, okay. Nehme ich. Das ist unlucky, aber das ist Orkan für euch, okay? Let's Orkan. was soll man sagen? Das ist halt das Spiel, was wir spielen, ja. Ich bin am Überlegen. Ich glaube, ich habe eigentlich gar keinen Bock, da jetzt so viel in das Ding reinzuwerfen. Aber einzige Sache, die ich machen könnte, wäre halt Mega und Hyper Voice, die nicht viel macht, weil das Ding Eevee ist. So, wie viel macht sie? Gucken wir nochmal ganz kurz. Also ich muss jetzt gerade leider wirklich lange überlegen und auch viel kalken, das tut mir leid. Aber ich weiß auch nicht, ich sollte vielleicht nochmal gucken, ob das Torn auch invested war. Ich nehme mir mal ganz kurz die Zeit. Also wir haben ein normales Altaria, das physisch defensiv ist. Und wenn er eine Sludge-Bomb abfeuert. Sludge-Bomb. Ich bin so aufgeregt, dass ich nicht auch nicht tippen kann. Ein bisschen Investment hat er auf jeden Fall. Das heißt, er hat wahrscheinlich nicht so viel HP. Aber die AV. Wie viel machen wir dem mit einer Hyper-Voice? Altaria. Wir haben noch 38 Sekunden. Ich habe alles im Blick, Leute. Beruhigt euch. Die machen wir irgendwie gar nichts. Ah, warte mal. Showdown steht wieder Pixelate nicht ein. Pixelate. Hälfte. Ist halt nice, aber hat halt Regenerator. Ich
denke mal, er wird einfach nochmal auf den Orkan gehen. Wir drücken einfach mal die normale Schallwelle. So, total bekloppt. Der geht wieder auf die Matschbombe. Diesmal hat er predicted, dass wir in die Mega gehen. Kriegt diesmal die Vergiftung. Ist aber okay, wir können noch rausgehen. Sowas von AV. Boah, das war so wenig Schaden. Holy shit. Holy damn. Okay, wir gehen jetzt auf den Ruheort und dann gehen wir gleich raus. Diesmal geht er auf Orkan, der trifft. Macht viel Schaden. Wir kriegen die Verwirrung. Ui. Okay, wir kommen durch. Boah, diese zweite Matschbombe direkt Poison, jetzt Verwirrung. Huh. Ich hab ein bisschen Angst. Er weiß, dass wir rausgehen diesmal. Der wird auf einen Hurricane gehen oder auf eine Matschbombe, keine Ahnung. Ich gehe jetzt in Raji. Ich glaube, ich muss mich damit abfinden, dass ich die Buleo-Beere nicht behalten kann. Ja, Torn ist einfach nervig. Khan kommt, geht daneben. Okay, hätte auch nicht viel gemacht. Ich denke, passt schon. So. Wir stornen gerade den Orkan, das ist doch auch okay. Wir würden überlegen, ob wir jetzt einfach Rocks legen. Wenn wir Rocks legen in Knockoff, dann können wir gegen Despotar gleich noch direkt Kehrtwende drücken. Wenn er jetzt hart in Despotar geht, haben wir noch die Buleo-Beere. Das heißt, Tarnsteine sind auf jeden Fall unser Play. Wird er auch nicht taunten können. So, das macht nicht viel. Und wir gehen jetzt auf die Kehrtwende als nächstes. Für den Fall, dass er in Despotar geht. Da will ich auf jeden Fall nicht pursuited werden ohne eine Buleo-Beere, obwohl wir die vielleicht, je nachdem wie er investiert ist, sogar noch überleben können. So, Kehrtwende kommt. Bin gespannt, was er macht. Kann dann einfach drin bleiben. Aber wir sind langsamer. Jirachi kriegt natürlich jetzt guten Schaden von einem Follow-Up-Knockoff, beziehungsweise, ne, da wir kein Item mehr haben, geht es noch. Aber trotzdem ist das blöder Chip. Aber wir schauen einfach mal. Er überlegt diesmal ein bisschen länger. Kann sein, dass er sich jetzt, ne, er chippt einfach weiter, Raji. Okay, ungefähr Hälfte. Das geht doch. So, jetzt kriegen wir eine Slow U-Turn. Wir haben natürlich keinen Counter gegen Torn. Aber wir haben Pokémon, die ordentlichen Schaden machen im 1v1. Und eins davon ist Entei. Okay. Und auf das könnten wir jetzt gehen. Und ich glaube, das tun wir auch. So, er hat keinen Gastrodon dabei. Das heißt, sein Switch-In in ein Läuterfeuer ist wahrscheinlich ein Despotar. Will ich das predikten auf dieser Range? Ich glaube nicht. Obwohl Torn jetzt an einem Bandit-Läuterfeuer scherben würde. Ich glaube, er wechselt. Ich glaube, dass er das tut. Also normalerweise müsste Torn an einem Bandit-Läuterfeuer scherben. Andererseits ist, ich muss halt Despotar nicht unbedingt sofort predikten. Läuterfeuer auf den Dorf zu kriegen, ist halt auch erstmal okay. Ja. Wir drücken's. Wir drücken's. Er ruft zurück. Und geht in Susi und das ist Libeldra. Okay, ja gut, der resistet Läuterfeuer natürlich auch, aber kriegt richtig schönen Schaden. Volltreffer. Pff. Okay. Das ist ein defensives Libeldra. Da habe ich nicht unbedingt mit gerechnet, ich bin ehrlich. Vielleicht ja sogar speziell, also mit speziellen Moves, das kann gut sein. Wir haben mit Entei auf jeden Fall nichts, um das Ding richtig schön zu treffen. Ein Go-To-Pokémon ist natürlich jetzt erstmal Pampros. Aber es kann gut sein, wenn das Ding komplett physisch defensiv ist, wonach es gerade aussieht. Dass Pampros da im 1v1 nicht ganz so gut dasteht. Wir schauen uns einmal erstmal den Kalk an. Entei gegen Flygon. Und wir haben mit unserem Läuterfeuer gekrittet. Hä, das. Also auf dem Standard-Flygon ohne HP investiert macht das 50 bis 59. Wir haben halt auch ungefähr 50 gemacht. Das hat bestimmt also nicht komplette HP Investment. Es ist auch nicht physisch defensiv. Es hat aber die Lefties. I don't know. Es sei denn, ich habe mich gerade mit irgendwas verkalkt. Aber ich hoffe einfach mal nicht. Ja. Wir gehen in Pampros. Der kriegt natürlich jetzt keinen Rocky Helmet Schaden durch ein Erdbeben, was vielleicht kommt. Aber wir sollten das Ding eigentlich ganz gut abwehren. Geht auf Auflockern, okay. So, das heißt, die Rocks sind da. Was switcht er jetzt in Pampros ein?
Also einen richtig tollen Switch-In hat er nicht. Klar, wir sind nur defensiv, aber der hat ihn nicht. Ich gehe einfach auf den Rambos. Oder ich könnte direkt nochmal Rocks legen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so doof. Weil er jetzt bestimmt in Thorn geht. Ich meine, Thorn mit einem Rambos-Treffen ist auch toll. Haben wir schon gesehen, dass Thorn hat wahrscheinlich kein komplettes HP-Investment. Wir geben dem mal so 140. So. Dann machen wir dem auch bis 45% mit Heavy Slam. Aber ich glaube, die Rocks hier auf dem Feld zu lassen, ist erstmal geiler. Ich weiß es nicht. Ich hätte jetzt echt gerne Toxic auf diesem Set. Wir rocken. Wir rocken. Er hat aber Toxic. Und jetzt ist die Frage, predikten wir jetzt, dass er nochmal auf Defog geht und gehen in Gren? Könnte sein, dass das unser Play ist. Vielleicht sogar in Altaria gehen jetzt, aber dann müssten wir megan im 1v1. Also ein sehr aggressives Quaiyutsu könnte jetzt nicht so bad sein. Ice Beam. Nehmen ein paar Pokémon natürlich in seinem Team, aber die können wir auch tatsächlich follow-upen. Schwierig. Gren ist sehr gefährlich jetzt. Andere Möglichkeit wäre jetzt zu Heavy Slam. Wie viel machen wir Flygon mit einem Heavy Slam? Mudsdale gegen Flygon. Auch ungefähr Hälfte. Kriegen einen weiteren Gift-Tick, wenn er uns angreift, U-Turn drückt. Ich gehe einmal auf Heavy Slam. Und dann könnten wir immer noch gleich was machen. Obwohl, jetzt müssten wir halt in eine Attacke reinwechseln. Vielleicht wäre ein aggressives Greninja besser gewesen. Ist halt die Frage, ob er jetzt boostet und ob ich das predikten will. Also gut, es wird da nicht reichen. Roost wird nicht reichen. Okay, wir haben mehrere Möglichkeiten. Wir könnten in Altaria gehen. Oder in Gren, wenn wir sein Roost predikten. Was könnte er noch machen? U-Turn. Dann wäre Altaria auch okay. Da geht er halt in was rein, was Altaria auf der Range killt. Aber... Ich müsste halt leider in die Mega gehen mit Altaria, um das Ding hier zu 1v1. Das ist blöd. Okay, wir machen es mal ganz aggressiv. Ich weiß, wenn das schief geht, werden mich alle dafür flamen. Aber wir machen es jetzt einfach mal. Ruhrort. Okay. Okay. Also wir haben Double Rocks, das ist fein, das ist schön, das habt ihr jetzt gesehen. Wir kriegen die bestimmt gleich nochmal raus, um Thorn zu pressuren. Ice Beam ist offensichtlich. Was wechselt er denn? Ice Beam? Bronzong. Auf den kann ich wechseln. Ich kann aber auch drin beim Finsteraura drücken. Was könnte noch reinkommen? Despotar tatsächlich. Den mache ich aber mit allem nicht so viel Schaden. Wir bleiben safe auf dem Ice Beam. Okay, geht in Sport Nades. Okay, ja, ich meine, das Ding hat EV, aber... Ich weiß nicht, wie gut er das nimmt. Von einem Live-Orb-Quill zu... Okay. Was soll ich dazu sagen? Das suckt. Aber ich bleib drin. Ich weiß, dass ich schneller bin. Ich weiß nicht. Ich weiß halt nicht, ob... Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich kann dazu nichts sagen, Leute. Es tut mir leid. Das ist nicht das, was ich wollte. So. Aber meine Runde ändert sich jetzt gerade erstmal nicht. Wenn er nicht gefroren wäre, wäre ich auch dann geblieben und hätte Ice Beam gedrückt. Keine Ahnung, vielleicht hat er eine Prediction predicted oder U-Turn. Vielleicht hat er auch nicht mit Lorb gerechnet. Vielleicht habe ich eine High Roll bekommen und er überlebt jetzt knapp, taut auf und killt mich. Ich habe keine Ahnung.
Aber dass das Ding eingefroren ist, ist einfach nur pervers. Wir warten jetzt erstmal ab, ob das vielleicht auch auftaut. Kann alles noch passieren. Okay. Freeze mattert erst, wenn die Pokémon gefroren bleiben. Und ich drücke Bene die Daumen, dass das Ding wieder auftaut. Ja. Ich nehme kurz einen Schluck Wasser und Bene überlegt lange. Oder er beschwert sich gerade in seiner Aufnahme. Da hat er alles recht zu. Okay. Übrigens, apropos Benes Aufnahme, die kann ich wie immer nur empfehlen. Ja. Das ist so bitter. Das ist wirklich, wirklich bitter. Er ruft zurück, er gibt es noch nicht auf. Hat er eine Möglichkeit, das irgendwie zu heilen? Da kommt Despotar, kein Urlaub. Ja, er kriegt vom Icebeam nicht viel Schaden, das ist klar. Es geht. Okay, wir schauen uns das mal eben an. So, Greninja. Gegen Tyranitar. Was noch in der normalen Form ist, bestimmt Max KP hat. Also auf Max KP Tita machen wir 18-22%. Also es sieht aus, als hätte er ein bisschen Investment. Das ist ja bei den Wi-Fi Dingern immer so ein bisschen schwer zu sehen. Also wir müssen auf jeden Fall raus, das ist klar. Weil er uns mit einer Edge auf jeden Fall killt. So. Wir haben einen tollen Switch in Despotar mit unserem Grandiras. Wir können aber auch in Pampros gehen, der das auch wirklich nicht bad macht. Dann wählen wir gleich nochmal die Beldra gegenüber. Was für ein Switch hat er in Pampros? Eigentlich gar keinen. In Pampros auch schon, in Grandiras. Also, ja doch, Bulu kommt da rein, klar. Ja, ich kann mir vorstellen, dass jetzt auch erstmal auf die Rocks geht. Wir bleiben mal aggro und gehen in Grandiras. Wenn wir zu viel Chip bekommen, wir haben noch ein Heilopfer in unserem Team. Da kann eventuell nachher noch mal was mit ausgebügelt werden. Er ruft so, er doubled. Womit hat er dann... Ja, okay, er hat's predicted. Okay. Jetzt ist halt die Frage, was für ein Typ Mensch ich bin. Gehe ich auf den DD und probiere... Also ich bin danach schneller und kill ihn auch. Ziemlich sicher. Mit Ice Punch. Bin ich diese Sorte Mensch, die das jetzt nutzt? Oder gehe ich in was anderes? Weil er kann ja auch auf einen Switch von mir gefroren bleiben, okay? Aber was würde ich dann reinbringen? Ein Pokémon, das rockt. Ich habe nicht so tolle Hurricane-Switch-Ins. Bin ich dieser Spasti, der das jetzt ausnutzt? Auftauen ist eine sehr geringe Chance. Wenn er jetzt auftaut und Hurricane trifft, bin ich tot. Obwohl der Sandsturm ist draußen. Obwohl ich weiß gar nicht, ob Sandsturm Hurricane überhaupt verringert. Ich glaube, das war nur Sonne. Ich habe keine Ahnung. Was würde ich machen, wenn das Tor nicht gefroren wäre? Dann würde ich jetzt sehr verzweifeln, bin ich ehrlich. Und wahrscheinlich irgendwie in Altaria oder Entei gehen. Er hat nicht die Rocks draußen, das kann ich also machen. Aber er hat einen fucking Libell da noch. Ich könnte in Entei gehen oder auf die. Ich weiß es nicht. Okay, ich werde mein Glück jetzt einfach herausfordern und gehe auf den Drachentanz. Okay, bleibt eingefroren. Ich werde nicht auf einen zweiten gehen. Das werde ich nicht tun. Weil ich eh nicht sweepen kann, wenn das Bonsong komplett physisch defensiv ist. Das kann ich noch nicht. Ich könnte dann Bisbark safe überholen, glaube ich. Obwohl, nee, warte, habe ich nicht drauf gespeedcreept. Also, ich müsste E3 haben. Ich gehe jetzt auf den Ice Heap. Der reichen sollte. Okay. Thorn ist weg. Bene. Ich weiß, der Kampf ist noch nicht vorbei, aber es tut mir wirklich leid. So, Thorn ist das gefährlichste Pokémon und dass das weg ist, ist gut. Er muss in Bisbark gehen. Der hat Knuddler zum Beispiel.
Der hat noch kein Item gesehen. Vielleicht hat er Angst vor einer Antifeenbeere. Was würde ich tun, wenn er in Bronzong geht? Wahrscheinlich nochmal die D drücken? Fragezeichen. Hoffen, dass er eine Psychoattacke reindrückt, die meine Weakness Policy aktiviert. Weiß es nicht. Er überlegt sehr lange. Ich nehme nochmal einen Schluck Wasser. Ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Wir haben plus 1 Grandiras draußen. Der Carry. Ein Kommo. Ich guck mal kurz. Gegen Bulu. Kann er mich überholen, wenn er Scarf ist? Das habe ich gerade nicht mehr im Kopf, ob ich so ordentlich war, auch Scarf Bulu zu preppen. Nope, war ich nicht. Aber wenn er es so reinbringt, dann will er. Also er lebt auch was. Er lebt auch was. Also ich mache einem Bulu in Anführungsstrichen nur so bis 80%, das ist richtig schön, aber ich werde rausgehen. Ich werde mir meinen Grandiras noch aufbewahren. Ich werde mit einem Zauberschein rechnen. Ich kann jetzt entweder in Entei oder in Jirachi gehen. Ich glaube tatsächlich, dass Entei mein Play ist. Zauberschein kommt. Okay. Wie gesagt, weiß nicht, ob es ein Scarf-Voodoo vielleicht ist. Sandsturm legt sich. Die Chance, dass er jetzt in Tita geht, ist halt insane hoch, ja. Bin ich in Prediction-Laune? Also, wenn er nicht Scarf ist, geht er raus. Wenn er Scarf ist, geht er raus. Der will nicht in dem Entei drin bleiben. I don't know. Sehe ich eigentlich nicht. Was switcht er rein? Entweder geht er nochmal in Libeldra oder in Tita. Dann ist Altaria das, was wir tun. Vermutlich. Weil wir Bonsong ist immer noch komplett fit, ne? Oder ich gehe einfach auf Läuterfeuer. Kann ich auch machen. Safe Play. Die beiden Burn wäre nicht übel. Ich gehe auf Läuterfeuer. Ich denke, dass Libeldra etwas wahrscheinlicher ist als Tita. Okay. So, das Grasfeld ist draußen, das heißt, das Erdbeben von ihm macht nicht so viel. Ich weiß, also er kann halt Erdkräfte haben, ne? Wenn er Libeldra so reinwirft. Also ich rechne mit Erdbeben, Erdkräfte oder mit einer Kehrtwende. An alles wäre wieder Altaria nicht übel. Wenn er auf Altaria U-turnt, er hat keinen Sand draußen, das heißt, er kann. Ja gut, Bisbar kann er trotzdem gehen, er kann direkt in Bronzong gehen, auf das wir dann aber auch nochmal switchen können. Wir kriegen auf Bronzong auf jeden Fall die Rocks. Ich gehe in Altaria. Er doubled. Ich weiß nicht, ob er Altaria predicted hat. Wenn er in Despotar geht, wahrscheinlich nicht. Dann hat er. Weiß nicht. Ja, was ist unser Play? Roost oder Watteschild? Das sind die großen Fragen unserer Zeitlinie. Ich glaube tatsächlich, dass es Watteschild ist, eigentlich. Oder rooste ich, falls die Edge kommt. Ich denke aber, dass er wahrscheinlich eher rockt. Ich könnte jetzt auch in die Mega gehen. Ich könnte jetzt einfach sagen, okay, ich
bin jetzt bereit, mich zu megern. Ich glaube, das machen wir. Mega plus Watteschild ist das, was wir jetzt drücken. Oder Mega und Roost. Mega und Roost gefällt mir, glaube ich, etwas besser. Ja. Er ruft zurück. Geht diesmal in Son Goku. Das ist bestimmt Wrong Song. Nein. Ah, verdammt. Watteschild wäre hier jetzt richtig geil gewesen. Wo wir natürlich, wenn wir jetzt full live sind und da wir komplett physisch defensiv sind, haben wir eine sehr, sehr gute Chance, dass wir jetzt hier einen Knuddler oder einen Eisenschädel überleben. Und ja, also entweder nehmen wir dieses 1v1 jetzt oder wir gehen in Pampros. Ich guck mal ganz kurz. Altaria, Mindset gegen Stoutland. Hier gehen wir von Choice Band aus, Worst Case. Er macht uns viel. Wir machen ihm nicht so viel mit Hyper Voice, obwohl da ist wieder kein Pixelate drin. Also wir machen dem schon viel, ja. Aber wir gehen in Pampros. Dafür ist es da. Ist ja auch noch echt fit. Das geht schon. Dann haben wir Altaria nachher nochmal als Switch in irgendwas. Rückkehr. Geht ganz straight. Kein Knuddler. Boah! Das ist wirklich banned, glaube ich. Das sieht so aus, so mit der Vergiftung wird das jetzt schwierig, das zu tanken. Stoutland gegen Mudsdale. Dieter Fohlen. Ah, das muss... Also, ein Element banned Stoutland macht... Habe ich gerade einen Crit verpasst. 44 bis 52. Also er muss wirklich eine richtig insane Roll bekommen haben. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir dann noch ein Follow-up überleben. Haben wir eine andere Möglichkeit? Ich glaube tatsächlich nicht. Wir drücken auf Erholung. Keine Ahnung. Wir kommen jetzt mit Pampros gerade eh nichts mehr rein. Also jetzt Jirachi ist keine Möglichkeit. Also der stirbt an zwei Returns auch schon auf der Range, auf der er ist. Sehr wahrscheinlich. Ja, so scary. Ich denke mal, das wäre jetzt unser... Er ruft zurück, okay. Er geht die Roll nicht ein. Cerberon. Das ist Bronson. Ja, okay. Was kann er machen? Rocks. Ich kann es leider nicht mehr sehen, ob der Recovery bekommt. Ich bin halt am überlegen, ob wir gegen Bronzong einfach Dingens eine Schlafrunde verbraten oder ob wir offensiv wechseln. Das geht auch. Also was macht er, wenn er in Bronzong jetzt drin ist? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das will ich mir wirklich erstmal angucken. Also das... Das Carmine oder so? Ich glaube, das hatte kein Carmine, ne? Ja, Möglichkeit wäre offensiv Entei, aber ich glaube, ich verbrate jetzt mal eine Schlafrunde und gucke, was er machen möchte. Ich könnte natürlich jetzt auch predikten, dass er direkt wieder rausgeht, aber was würde er in schlafendes Pampros reinbringen? Wahrscheinlich Libeldo oder so. Oder Bulu. Bulu wäre auch möglich. Da wäre Entei halt wieder gut. Dann haben wir auch noch ein volles Altaria. Das ist ein Game, meine Fresse, ey. Ich weiß wirklich nicht, was ich jetzt von diesem Ding zu erwarten habe. Ich werde, glaube ich, einfach mal in Entei gehen. Keine Ahnung. Wechseln als erstes raus. Resisten ja auch seine Stahlattacken, falls er die einsetzt. Tarnstein. Ja, er geht dann auf die Rocks, das ist gut. Das ist fein. Okay. Wie gesagt, ich rechne eigentlich mit Heatproof. Aber selbst wenn er Heatproof ist, ist Läuterfeuer etwas, was wir hier ganz bequem drücken können. Ich weiß nicht mehr, wie sein Libeldra aussah. Aber wir drücken Läuterfeuer.
Er ruft sofort zurück. Und geht wieder in die Beldra. Dass unser Ente wirklich gut tankt. Diesmal kriegen wir den Burn. Okay. Es ist die große Frage, ob ich jetzt Turbo-Tempo einsetzen will. Ich habe keine Ahnung. So, wir gehen nochmal Entei gegen Flygon. Maximale KP. 252, 50. Gegen Entei 50. Extreme Speed reicht wahrscheinlich nicht. Es sei denn, nicht maximales Investment. Probieren wir es aus? Vielleicht. Mit Erdkräfte wird es wahrscheinlich auch nicht ausnocken. Wir probieren es aus. Ganz knapp nicht. Okay, jetzt weiß er, dass wir nicht gechoiced sind, aber er hat wahrscheinlich am Schaden auch schon längst gesehen, dass wir nicht banded sind. Was predikten wir jetzt? Wir predikten, dass er nochmal roostet. Das wird er tun. Möglichkeit also in Altaria zu gehen oder in Greninja zu gehen. Greninja switcht er Bronzong rein in Altaria auf. Greninja tut Bronzong allerdings ein bisschen mehr. Ist halt auch nicht schlecht, mit Altaria's Hyper Voice einfach was anzuchippen. Wenn er U-turnt, das sehe ich aber eigentlich nicht. Er ist halt auch noch schneller, also er ist auch nicht physisch defensiv. Ich denke, Altaria ist das, was wir tun, ja. Altaria 1v1 eigentlich auch mit am besten jetzt. Okay. Und dann können wir auf Bronzong doublen oder von mir aus einfach nochmal mit einer Unheilböen predikten. Das macht nicht viel, das macht ein Viertel ungefähr. Aber wir finden was über das Ding heraus, das ist ja auch schon mal gut. Er roostet, wie ich mir gedacht habe. Und was haben wir jetzt übergesehen? Defog Roost. Wir haben noch gar keinen Angriffsmove von dem gesehen, ne? Und der ist eben auch hart rausgewechselt. Also er wird jetzt in Bronzong gehen. Wir drücken Unheilböen, selbst wenn er drin bleibt, das ist okay. Wir können auf Bronzong auch drin bleiben und Watteschild drücken. Wir drücken Unheilböen. Wir drücken Unheilböen. So, Son Goku. Sobron, genau, so hieß es. Bin gespannt, wie er investiert ist. Ob er Lefties hat oder was auch immer so ein Bronzong noch haben kann. Das ist viel Schaden. Das sieht mir eher nach einem Bronzong aus. Das. Okay, keine Lefties, also wir gehen auf Watteschild. Dann kriegen wir von Gyroball und von Rambos nicht so viel Schaden. Ja, und Watteschild ist auch gegen alles andere richtig geil. Also, schlechteste, was er jetzt halt gegen. Also, das für ihn Beste, was er machen könnte, wäre jetzt halt Toxin drücken. So. Das werden wir nicht mehr los, weil wir keine innere Kraft mehr haben. Aber ich weiß nicht. Also, er überlegt, was er macht. Also, er überlegt jetzt gerade, was werfe ich in eine Stahlattacke rein. Was ich reinwerfen würde, wäre Pumprose unter anderem. Keine Ahnung. Er ruft zurück, ja. Er hat nicht gedacht, dass wir drin bleiben. Kein Urlaub. Ist völlig okay. Da bleiben wir immer noch drin. Und diesmal drücken wir Hyper Voice. Diesmal drücken wir die Hyper Voice. So. Das sieht jetzt gerade ganz nice aus. Wir sind jetzt in der guten Position. Schallwelle kommt. Klar, er kann jetzt einfach in Bronzong gehen, aber dann drücken wir halt Unheilböen. Er geht in die Mega. Wir werden ihn nicht one-hitten. Ich weiß, er hat eine Fehlschwäche, aber es ist ein Mega-Despot da, okay? Wir haben wahrscheinlich eben rausgefunden, dass er ein bisschen Investment haben könnte. Also guck mal, was er jetzt gegen uns einsetzt. Das ist schön viel Schaden. Toxin kommt. Ja, jetzt ist die Frage, also er wird Despotar nicht sacken, der wird auf Bronzong gehen. Ganz sicher. Der will den Sand nachher nochmal rausholen können. Wenn wir jetzt auf Unheilböen gehen und er drin bleibt, machen wir dem natürlich nichts, aber ja, wir sind auf plus 3 Verteidigung. Ich glaube, wir können uns tatsächlich ein Unheilböen-Prediction erlauben. Jo, machen wir mal. Okay. Sobron, sehr gut. Das geht auf. Und der überlebt wahrscheinlich 2.
Wir roosten einmal. Wahrscheinlich. Oder, da kommt ja gleich ein großer Tick-Gift. Und eine Stahlattacke. Das heißt, wir sind wahrscheinlich ungefähr auf derselben Range. Okay, andere Möglichkeit. Also wir können jetzt aggressiv in Entei gehen. Wir können jetzt aber auch einmal roosten. Ich guck mir das mal ganz kurz an. Also, Altaria. Puh, das ist ein... Also ist ja klar, Bene wird ja immer manchmal Mathe genannt, ja. Und dass ich gerade gegen ihn so viel rechne, ist amazing, ja. So, wir sind auf plus 3 Verteidigung. Wir sind ein physisch defensives Altaria. Der macht uns 14-17% mit Gyroball und mit Heavy Slam etwas mehr. Da macht er uns so bis 24%, zusammen mit dem Tick. Es müsste ungefähr gleich sein, deswegen gehen wir einmal auf Roost, um zu gucken, was er macht. Dann kommen wir ungefähr auf dieselben KP hinaus. Schlecht wäre halt, wenn er jetzt rested oder so. Ich kann mir halt immer noch vorstellen, dass er Beulenhelm hat. Also das wäre das Item, was ich jetzt hier am ehesten predikten würde. Cool, gucken wir mal, was Bronzong für uns im Petto hat. Es ist der Gyroball, der macht weniger. Okay. Das ist ja nix. Hui. So. Okay, wir sind ein bisschen voller als eben. Diesmal wechseln wir natürlich. Entei oder Pambros. Ne, Pambros behalte ich mir für Dinge, aber ich mache einen aggressiven Play mit Entei. Los geht's. Pambros brauche ich auf jeden Fall super fit für das Bisspark. So, wir werden natürlich jetzt ordentlich gechippt. Ruf zurück. Der Carry, das war Ulu. Das ist okay. Wenn das irgendwie Scarf Edge oder so, das wäre nicht so toll. Bulu, dann hat er Pambros erwartet. Okay. Leute, Feuer it is. So, auch wenn ich jetzt Scarf Edge predikte, keine Ahnung, das wäre ein bisschen sehr fancy. Wir gucken uns das jetzt einfach erstmal an. Überlegt aber. Überlegt. Das gefällt mir nicht, dass du überlegt. Wenn Ben überlegt, heißt das immer ja ein Plan. Okay. Ja, was kann ich euch an dieser Stelle noch erzählen? Wie gewinnen wir das? Also, das Team wird halt langsam gechippt und gechippt. Gerade Bouncer und Despotar sind nicht mehr ganz so fit. Wir haben noch ein komplett fittes Pampros für sein Bisspark, das allerdings super insane gefährlich ist. Und uns auch killen wird. Weil wir können es eventuell, er ruft zurück, in die Range bringen für Entei's Turbo Tempo und für Greninja's Water Shooting. So, genau. Der ist ja schon verbrannt. Werden wir wieder Roost predikten? Werden wir das tun? Was können wir machen, wenn wir mit Entei drin bleiben? Zertrümmerer hoffen, dass wir einen Drop bekommen und ihn dann killen. Der Drop für Zertrümmerer ist bei 50% als Chance. Schön. Ganz toll. Eine Möglichkeit ist jetzt in Altaria zu gehen. Wieder einmal. Und den soll... Also Altaria... Altaria könnte wirklich der Play sein, tatsächlich. Ja, das machen wir mal. Altaria sollte mit Hyper Voice und Unheilböen wahrscheinlich das Bonesong killen. Erdkräfte kommen diesmal. Ja, okay. Da reicht die nächste. Werfen wir Altaria jetzt ab. Wahrscheinlich. Können das nochmal. Wir können das nochmal mit Heilopfer wiederholen, ne? Das ist halt auch das Tolle.
Ja, aber unsere Antwort in Erdkräfte ist nicht vorhanden. Was ist wichtiger, Altaria oder Grandiras? Ich könnte das auch auf Grandiras gehen. Altaria können wir noch einmal komplett wiederholen. Es nimmt auch im 1v1 von Bispark einen Hit. Das könnte wichtig sein. Das tut Grandiras wahrscheinlich nicht. Nee. Ich glaube, wir müssen Altaria abwerfen. Ich glaube, dass Raichu hier, das wäre auch ein Mount, was ich abwerfen könnte. Okay, wir gehen auf Ruheort. Geht auf Erdkräfte. Bleibt safe, Altaria ist weg. Okay. Ja, dieses defensive Libeldra macht wirklich Work. Wir haben noch 18 Minuten auf der Uhr, das ist nicht so viel. Okay. So. Granite ist, sollte klar sein. Wir haben Toxin, Ruheort, Erdkräfte und Auflockern gesehen. Das heißt, der hat nichts sehr Effektives gegen Grandiras. Das heißt, wir könnten eventuell auch mit Grandiras jetzt was machen. Ja. Das könnte gehen. Der Revenge uns zwar noch mit Bispark. Also Grandiras könnte jetzt was machen. Also wir kriegen jetzt in die raus. Oder wir gehen in Quajuts drücken Ice Beam. Was macht er dann? Bonsong rein. Oder Despota, um wieder Sand zu holen. Wir gehen in Grandiras. Eieieiei. Okay. Drücken auf den Drachentanz. Das Bulu ist, glaube ich, immer noch voll, ne? Das ist auch noch ein Problem. Tatsächlich. Dann können wir uns den Didi nicht unbedingt leisten. Wenn ich jetzt direkt auf den Eishieb gehe, könnte besser sein. Ich kann mir vorstellen, dass er drin bleibt. Der ruft zurück. Direkt Bulu? Der Carry, das war glaube ich Bulu. Okay, gut, dass wir direkt angegriffen haben diesmal. Das macht Milliarden. Es ist nur die Frage, ob wir schneller sind. Also wenn der Max Speed Bulu spielt, dann sind wir es nicht. Wir deinen auch noch mit Zauberschein, aber ich werde jetzt in Raichu gehen. Also, er kann sein, dass er jetzt wieder Entei predicted und, ja. Dann in Libeldra deckt geht. Und Libeldra und Raichu wollen sich auch nicht unbedingt gegenüberstehen. Okay. Ja, dass wir Bulu hier, jetzt so gut getroffen haben, ist, sehr, sehr gut. Das ist sehr wichtig. Ich will aber eigentlich jetzt gleich richtig gerne die Rocks haben. Ich hoffe, dass ich sie jetzt kriege. Ja, doppelt. Okay. Geht in Susi. Schade. Wir werden wahrscheinlich mit Raichu einen Hit nehmen von diesem Ding. Klingt bescheuert, aber ich glaube schon. Kann nicht viel Investment haben. Wir sind auch speziell defensiv. Gucken wir uns das mal eben an. Flygon. Mit Earth Power. Ja, wir nehmen Hit. Das heißt, wir könnten Kehrtwende drücken. Eisenschädel wäre möglich, Tarnsteine wäre möglich. Wie kann er die folgen? Darauf können wir einen offensiven Wechsel machen. Kehrtwende. Jetzt Heilopfern, das bringt mir auch nicht so viel. Eisenschädel wird wahrscheinlich nicht reichen zusammen mit dem Burn. Wegen des Flygon, ne, dafür brauche ich mehr. Okay, also entweder sind es Rocks oder Kehrtwende unser Play. Ich denke aber mal, es sind die Rocks.
Geht auf Erdkräfte. Outspeedet also. Wir sollten die Klapp nehmen. Okay, gut, das hat funktioniert. Kriegen den Drop, der ist aber völlig egal. Aber wir kriegen die Rocks, das ist deutlich besser. So, wir werden hart wechseln. Kandiras oder Quajutsu? Quajutsu, denke ich mal. Das sind halt mehrere Möglichkeiten. Also diesmal könnte ich halt mit Kandiras, da Budu angechippt ist, auch gut die dienen. Aber das gefällt mir so besser. So. Wir können gleich noch Heilopfer rauskriegen gegen irgendwas vielleicht. Oder Jirachi einfach gegen irgendwas sacken. Ja. Auflockern. Macht er auflockern? Das ist die Frage. Die große, große Frage. Ich guck mal ganz kurz, ob ein Dark Pulse von Gren schon reicht. Obwohl, ich weiß nicht, ob ich den überhaupt drücken möchte. Ja, er sollte reichen. Dark Pulse sollte reichen. Geht. Okay, er wollte den Kill. Das ist problematisch. Okay. Ja, wir gehen auf den Ice Beam. Dann kann er nicht die folgen. Aber wir haben jetzt tatsächlich gleich eine Prio weniger. Es fehlt gleich leider die Prio gegen Bisbark, die wir wahrscheinlich brauchen. Fuck. Aber wir können auch Quajutsu nachher mit Heilopfer noch wiederholen. Das könnte sein, dass das der Play ist. Er kriegt auf jeden Fall jetzt keinen Defog. Oh Gott, es hängt so viel von einem Heilopfer ab, ob das noch durchkommt. Ich muss da wahrscheinlich gezielt irgendwas sacken. Ich brauche halt irgendwie noch alles. Das ist total dumm. Am besten kann ich Pampros irgendwie gegen Bisbark sacken. Also wenn das irgendwie klappt, wäre es mir wahrscheinlich am liebsten. Keine Ahnung. Überlegt. Noch 12 Minuten auf der Uhr. Aber es kann gut sein, dass das hier zu Ende geht. Es kann aber auch sein, dass es wieder ein Timeout wird. Libeldra nimmt meinem Entei leider sehr, sehr, sehr viel Tempo. Ich habe leider die falsche Hidden-Power auf meinem Entei. Ich habe ja Hidden-Power-Pflanze für Gastron. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir ein defensives Libeldra sehen. Ja. Das Beste, was er wahrscheinlich machen könnte, wäre vermutlich in Bronzong gehen, oder? Tut er tatsächlich. Weil der überlebt den Ice Beam. Sofort. Und ich kann jetzt nicht follow-upen, weil ich dann dienen würde. Ich würde mit einem HP überleben, tatsächlich. Ich überlebe mit einem HP. Andererseits ist das jetzt auch die Möglichkeit, einfach in Pampros reinzugehen. Und dann wird er wahrscheinlich in Bulu gehen. Und das ist nicht das Pokémon, wogegen ich drin sein will. Wasserschuriken wäre auch noch eine Möglichkeit. Also ich überlebe, ich habe 14,7, ich überlebe einen Hit. Und es ist eigentlich egal, ob ich mit einem Hit, mit einem KP wieder hochgeheilt werde oder mit 15. Ich glaube, Wasserschuriken ist mein Play. Oder Finsteraura, aber was macht gegen Budu mehr? Wahrscheinlich Wasserschuriken wegen dem Boost jetzt. Das würde auch gegen Despotar mehr machen. Ich gehe auf die Wasserschuriken. Holy shit, das ist total bescheuert. Okay, das heißt, Bronzong ist weg. Allerdings auch eine Möglichkeit weg, dass wir... Okay, wir überleben, wir gehen mit einem KP. Okay, ich habe alles, glaube ich, richtig gemacht. Ist auch leider die Möglichkeit weg, Also wird jetzt in Despotar gehen, nehme ich an, Sand aufsetzen und dann irgendwie rausgehen oder Despotar sacken. Keine Ahnung. Überlegt. Ich nehme noch einen Schluck Wasser, meine Flasche ist gleich leer. Aber es konnte er halt nicht wissen, dass er mit einem HP überlebe. Ich
brauche die Prio eigentlich wirklich gegen Bisbark. Ich brauche die. Ich spiele die ganze Zeit mit so einer Büroklammer hier. Ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt gerade erzählen soll. Bin gerade ein bisschen überfordert, so hier so zu gucken und zu warten. Und, aber er muss jetzt halt auch wirklich genau überlegen, um alles richtig zu machen. Ich will bloß keine Schiri-Entscheidung, ey. Ich weiß nicht, wie lange er noch Zeit hat. Man sieht den gegnerischen Timer ja nicht. Vielleicht sind es auch nur 10 Sekunden vergangen, aber ich bin so gespannt, dass es für mich so ewig aussieht. Ich habe jetzt nicht auf den Timer geachtet. Es fühlt sich an, als wäre der Kill of Bongsong vor 10 Minuten gewesen. Uff, holy shit, meine Hände schwitzen. Kein Urlaub kommt rein. Okay, er holt mit Despotar den Sand. Er geht davon aus, dass ich Despotar jetzt finische, vermute ich. Aber das werde ich nicht tun. Ich habe jetzt die Möglichkeit, in Gandiras zu gehen. Oder in Pampros. Ich will Pampros aber lieber fit haben. Das heißt, ich gehe in Gandiras. Okay. Wenn er jetzt auf Bulu doubled, könnte ich den Speedtie eingehen. Auf Bulu oder auf... Er kann auf Bisbark doublen, er geht auf Toxin, das ist okay. Setup ist nicht unser Play, glaube ich. Sein, um Bulu safe zu outspeeden. Ich guck mal ganz kurz, ob Grandiras... Ach, ich kalk jetzt nicht mehr, nee. Ich hab Nahkampfgear. Die hier. Outspeedet Bisbark halt noch. Dann zwinge ich ihn halt auch da rein. Dann outspeede ich auch Libelda, das ist auch gut. Ich glaube, Dachentanz ist das, was ich tun muss. Ich hab's gedrückt. Ich weiß auch nicht, was Despotar kann. Wir haben bisher halt nur Dingens gesehen. Toxin, glaube ich. Noch 7 Minuten. Jo. Oh, da sind wir wieder in der Warteposition. Ich überlege mal, was ich euch erzählen kann. Ja, ich habe mir im Kinder Bueno gekauft, also heute Mittag, kurz nachdem ich den Kampf von Belly gesehen habe, weil an diesem Spieltag spielen wir gerade abends. Ja, ich bin heute ganz normal aufgestanden, Haushalt gemacht, irgendwann kamen mal die ersten GPL-Videos. Ja, heute hatte ich keine Uni. Und ja. Dann habe ich so ein bisschen geguckt, was geht so ab. Und habe mir dann. Als ich Sachen für mein Müsli gekauft habe. Okay, es ist ein Delegator-Set. Ich weiß nicht, ob ihm das was bringt. Ich gehe halt auf Ice Heap. Brechen den. Bin gespannt, was er jetzt macht. Hat er aber gut predicted, dass ich hier auf den DD gehe. Ja, auf jeden Fall haben die Kinder Bueno gekauft. Ich habe auch schon zwei genascht. Eigentlich habe ich mir gesagt, die sind erst für den Kampf nach dem Kampf. Aber ich war schwach und habe zwei gegessen. Vier sind ja noch drin. Okay, den sollten wir sehr gut tanken. Das ist halt gut, dass wir jetzt gerade ein bisschen brauchen für alles, weil dann der Sand langsam runtergeht, ne? So, ich... Warte mal. Hat er gerade... Der hat den Sub nicht gebrochen. Ach du Scheiße. Das ist schlecht. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet, dass der nicht reicht auf plus 1. Oh Gott, ich hätte Declaw drücken sollen. Ich habe Declaw nicht gedrückt, weil ich irgendwie gedacht habe, so ja, falls Bulu reinkommt, aber den hätten wir auch einfach followen können. Es sei denn, er ist Scarf. Also ich denke, man kann verstehen, dass ich auf Ice Heap gehe, aber dass der nicht reicht, ist richtig scheiße. Okay, dass das jetzt Mist ist, der Ausgleich für meinen Fail. Wow, habe ich nicht verdient. Wirklich nicht. Aber er kann sich jetzt tatsächlich Tita aufbewahren oder stirbt er an Rocks nachher? Ich gehe auf jeden Fall jetzt auf den Ice Heap und habe diesen Mist gerade nicht verdient. Überhaupt nicht. Keine Ahnung, werde ich in Ruhe nach dem Kampf was zu sagen. Okay, er kriegt keinen Sand mehr. Er hätte wahrscheinlich Tita aufbewahren sollen. Er kriegt keinen Sand mehr, er hat noch Bulu.
Wir gehen in Jirachi. Das müsste schnell genug sein für Bisbach, glaube ich. Das muss ich eben nachgucken. Es tut mir leid. Stoutland. Jolly. Nein, bin ich nicht. Für Jolly Bisbark bin ich nicht schnell genug. Ist Entei schnell genug dafür? Bitte, ey. Ja, genau. Entei ist das Pokémon, was ich dafür auserkoren habe. Holy shit! Ich nehme an, dass wir das noch hinkriegen jetzt. Okay, da kommt Flygon. Der auf Roost gehen wird. Verdammt. Aber wie gesagt, Jirachi war hier nicht mein Play, wie ihr seht. Ich werde jetzt auf Zertrümmerer gehen, Fragezeichen. Die 50% Chance zu holen. Ich glaube, das verkacke ich sogar noch, obwohl ich hier nur am Lacken bin, ey. Er geht auf Erdkräfte direkt. Ich hätte bestimmt einen safen Schaden nehmen sollen. Der outspeedet Rachi und Gren würde sterben. Ich glaube, wir haben verloren. Wenn ich jetzt in Pampros gehe, müsste ich ja zwei Runden irgendwie noch was hinbekommen. Ja, es ist trotzdem mein Play. Hoffen, dass er, mein Play ist es zu hoffen, dass er jetzt in Dingens geht. In Bulu. Mit Bulu den Kill macht. Auf Pampros. Tut es. Dann kriegen wir gegen Bulu, es sei denn, er ist Scarf. Wenn Bulu Scarf ist, hat er gewonnen. Wenn er nicht Scarf ist, kriegen wir mit Jirachi gegen Bulu eigentlich einen Healing Wish raus. Ich drücke jetzt ganz schnell die Buttons. Auf Holzgeweih. Okay, killt uns nicht. Aber heilt sich halt richtig gut wieder hoch. Kann sein, dass er jetzt gleich noch was von Greninja überlebt. Weiß man nicht. Wir sind halt Lorb Gren. Weiß nicht, ob er das überlebt. Das kacke ich mal eben. Wird schon gedrückt. So, Greninja. Gegen Bulu. Choice Band, gucken wir einfach mal so. Das ist nicht Choice Band, das ist ein Bulky Set. Wahrscheinlich. Okay, es ist eine Roll? Fragezeichen, je nachdem wie er investiert ist. Es kann sein, dass wir jetzt vorher einmal mit Rachi Iron Head drücken müssen. Aber wenn er dann rausgeht in irgendwas anderes, dann ist er halt GG. Wir gehen jetzt auf Heilopfer und er ist Scarf Bulu. Sehr wahrscheinlich. Hat damit gewonnen. Und das komplett verdient. Komplett verdient. Also kann sein, dass es jetzt die letzten 40 Sekunden nicht mehr durchgeht. Aber er hat komplett verdient gewonnen. Also da gibt es überhaupt gar nichts dran zu rütteln. So, GG an Bene. Es hat ja noch ganz knapp geklappt vorm Timeout. Keine Ahnung. Also das ist der verdienteste Sieg, den es wahrscheinlich jemals in der GPL gab. Also keine Ahnung, kann ich anders sagen. Ich habe den armen Jungen so hart gehext. Holy shit. Ich habe jetzt halt ein paar Sachen hätte ich anders machen können. Ich weiß nicht, ob ich sowas richtig krass gechoked habe am Ende. Er war halt mit vielem schneller als Jirachi. Deswegen weiß ich nicht, was ich hätte anders machen können, um das noch zu gewinnen. Auf jeden Fall dieser Eisheap auf Tita, aber ich hätte nie gedacht, dass der nicht reicht.
Early habe ich mir von Thorn halt auch ordentlich auf der Nase rumtanzen lassen, dass ich gefreezed habe, okay? Das gefährlichste Mod. Ich hätte ohne den Freeze, ich hätte keine Chance gehabt. Der hat 3-0 gewonnen am Ende, der Junge, obwohl er wirklich richtig, richtig Pech hatte. Ich meine, der hat viele Moves gemisst, die eh lower Accuracy haben. Das ist okay, das gehört dazu, ja? Aber dieser Freeze war einfach nur richtig, richtig krank. Und, ja, hätte ich jetzt gerade zum Beispiel den Delegat von Despot hat direkt gebrochen. Ah, dann hätte ich das Ding halt rausgenommen. Aber er hat halt Scarf Bulu. Wahrscheinlich wäre er, also vielleicht wäre er noch schneller gewesen, je nach Investment. Wir machen es einfach so. Es fällt mir gerade schwer herauszufinden, was ich falsch gemacht habe. Okay, das war eine Stunde extrem intensiver Kampf. Mein Kopf raucht. Vielleicht sind es super offensichtliche Sachen, die jetzt gleich alle wieder wütend in die Kommentarsektion rein spammen. Das ist okay, tut das gerne. Aber... ne, Live-Kommentare, Leute. Holy shit, ich weiß nicht, ob ich irgendwo richtig Kacke gebaut habe. Kann gut sein. Es kann wirklich gut sein. Was auch huge war, tatsächlich, wirklich, ist die Ad-Kräfte auf unserer Gren. Das ist dadurch sehr low gewesen. Aber ja, ich bin halt da ein bisschen aggressiver reingegangen. Aber Libeldra hat so gecarried. Alter Falter. Also bin halt ein richtig cooles Team gebaut. Und ich kann mich noch mal wiederholen. Also wirklich... Daumen nach oben für das Match, dass du trotz der Hex das so noch gerockt hast. Wirklich. Einfach nice. Okay? Ja, also ich darf mich gar nicht beschweren. Es war, glaube ich, ein super spannender Kampf zum Zugucken. Sehr dramatisch mit allem, was so ein Kampf halt haben kann. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Und ich würde sagen, wir haben noch gute Chancen auf die Playoffs. Allerdings müssen wir dafür halt Ele besiegen im letzten Kampf. Ja? Und das wird kein Selbstläufer. Ele ist ein sehr guter Spieler. Ja, schauen wir einfach mal, wie das wird gegen Ele. Wenn wir gewinnen, haben wir sehr, sehr große Chancen. Ich weiß halt nicht, wie die anderen jetzt am 10. Spieltag gespielt haben. Aber ich glaube, es ist noch nicht sicher. Also es wird ein extremes Bangen. Aber wenn wir nicht in die Playoffs kommen, ist das komplett fein. Weil wir gerade in der ersten Hälfte der GPL halt nicht ganz so gut unterwegs waren. Und ja, wer am Anfang 2-4 geht... der hat auch die Playoffs nicht unbedingt verdient. Klar, die letzten Matches waren super, aber ja. Ne? Playoffs wären nice, aber sind auch kein Muss. Also wie gesagt, ich bin jetzt nicht derjenige, der sich das am meisten auf der Welt verdient hat. Von daher versuche ich mir keinen Druck zu machen, sondern einfach nur gut gegen Ele zu spielen und dann einfach mal zu gucken, wie die Tabelle aussieht. Und vielleicht haben wir dann ein paar GPL-Battles auf meinem Kanal hier mehr oder eben auch nicht. Egal. Wie gesagt, schaut das gerne auch mal aus Benes Perspektive. Ich kann mir vorstellen, dass das einen extremen Schauwert hat, wie der sich da am Ende noch durchzittert. Vielleicht war er auch komplett cool, wer weiß. Und ja, wäre er nicht Scarf Bulu gewesen, dann hätte ich halt nur eine Chance gehabt. Ich musste da so ein bisschen drumherum spielen, wisst ihr, was ich meine? Problem ist halt einfach, dieses Libeldra hat wirklich meinem Team ganz, ganz, ganz viel Schwung genommen. Das ist halt leider so. Mein Team hat... nicht so viel Schaden, aber das gucken wir uns einfach mal an, wenn das Ganze vorbei ist. Dann gibt es auf jeden Fall wieder einen GPL-Talk. Ne? Boah, ich habe das Bedürfnis, hier ganz viel zu erzählen, aber ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Das war insane. Okay, also wirklich, verdientester Sieg der GPL-Geschichte. Fight me, ist mir kackegal. Wirklich. Also, GG Bene. Okay, danke fürs Zuhören und ich würde sagen, wir sehen uns dann im letzten Spieltag, wo es um alles geht. Haut rein! Macht das auch gut.